Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sins of a Solar Empire. Kurz gucken, passt. Mikrofon passt. Passt. Sehr schön. So. Und ja, letztes Mal, vor 2 Sekunden, Forschung habe abgeschlossen. ich einen ganzen Haufen Sternbasen gebaut. Und zwar überall, wo es ging. Jetzt lasst Unsere mich mal. Verstärkung greift in die Schlacht ein. Jojo, da gibt's keine Schlacht. Ding, 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 ding. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Wir sind bereit. Das ist in Ordnung. Dann Kein greifen wir Gegner jetzt kommt an uns Matsuda an. vorbei. Erwarte Befehle. So. Übermittlung empfangen. Bauwerk komplett. Wir Forschung können gleich wieder abgeschlossen. fliegen. Forschung Bauwerk abgeschlossen. komplett. Das passt. Piraten sind unterwegs. Energie auf den Raumsprungantrieb. Ah. Na? Das werden sie eh machen, aber jetzt bin ich mal gespannt. Okay, wir sind da. Boom. Piu, piu, piu. Wir Los sind geht's. bereit. Erstmal die Sternbasis Benötigt. rausnehmen. Ich finde das cool, dass die Sternbasis, die kann sich nämlich bewegen. Aber die ist halt lang nicht so stark wie meine. Schaut's mal. 4000 Hülle zu 2400 Schilde. Und hat halt so um die 100. Was hat die? Schaden 250. Und meine haben halt hier 20.000 Boom Schaden über 450. Also seine ist wahrscheinlich null gelevelt. Im Sinne von abgegradet, aufgerüstet. Aber meine Sternbasis zerpflückt halt einfach nur alles. Ihre Befehle, Kommandant? Ja, Forschung nee. abgeschlossen. Da hat er wenig Spaß dran, wenn ich da so reinbrettere. So. Oh. Nee, 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 lass mich upgraden. Die ganzen Sternbasen. Geld, Geld, Geld. Bald bin ich bei 100 die Sekunde. Das Der wird richtig Freund und nice. Helfer. So. Ihr seht schon, die Sternbasis macht das nimmer lang. Der Titan hat sich sehr schön mit der starken Seite. Ich weiß nicht, wie das heißt. Wie heißt denn diese Seite hier? Die linke Seite von dem Schiff, wie heißt die denn? Also es gibt Steuerbord und Backbord. Das ist vorne und hinten, soweit ich weiß. Soweit ich weiß. Aber die Seiten links, rechts, die haben nämlich auch einen Namen, glaube ich. Aber ich kenne ihn nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, da kommen die Piraten. Weh, die rennen jetzt auch hier auf den Planeten. Das wird. Nee, warte, die müsst ihr, wenn auf den erdähnlichen Planeten. Ja, ist egal. Wird schon werden. Und lass mich nur noch mal kurz gucken, dass hier auch wirklich alles passt. Ja, sehr schön. Da bin ich immer ein bisschen paranoid. Aber es passt. So. Nice. Was ist das denn hier? Industriekoloss. Bauzeit. Das wollte ich Aufstand. Gib mir doch bitte hier mal. Was macht das denn? Übertragungszentrum. Mehr Einfluss. Und mehr Antimaterie durch Kultur. Oh, okay. Nicht ausreichende Metalle. Ja, die bösen Metalle. Mehr Kristalle Ja, benötigt. jetzt. Ja, Forschung abgeschlossen. so, hier. Ausländische Ein Sabotage. Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde Das entdeckt. will ich haben. Aufstand. Aufstand will ich haben. Boom! Andere Imperien werden regelmäßige Attacken durch Friedens. Nee, durch Freiheits. Durch Frieden. Freiheitskämpfer erleiden, da die unterdrückte Bevölkerung der Händler sich überall im Sektor bewaffnet und gegen sie rebelliert. Ich habe noch nie gegen das gespielt, gegen die Fähigkeit. Deswegen weiß ich nicht, wie stark sie ist. Wenn einer von euch weiß, wie gut die wirklich ist, sagt es mir mal. Wir sind bereit. Würde mich sehr interessieren.
inwiefern diese Fähigkeit wirklich Power hat. So, Schnellbauverfahren. Für eine kurze Zeit schließt dieses Schiff den Bau vom Kampfflieger umgehend ab. Zudem werden alliierte Bauformsysteme beschleunigt. Klingt doch auch nicht schlecht. Wir sind bereit. So, Flotte kann noch ein bisschen mehr. In enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Da wurde wieder was geschossen. Da, Kostura-Kanone, die zerstören wir als erstes. Meldet sich bereit. Auf was schießen die hier? Hangarverteidigung. Sehr interessanter Hangar, aber lang macht der es auch nicht. RIP Hangarverteidigung. Ein bisschen wenig Schrott fliegt da rum, ne? Aber das meiste ist auch explodiert. Passt schon. So, Piraten sind auch noch gekommen. Wir sind bereit. Wie unpraktisch. Ihr Freund und Helfer. Naja. Nachdem ich das hier zerstört habe, werde ich mich jetzt dann gleich zurückziehen. Ihr Freund und Helfer. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Denn ich muss mal meine Flotte auf Vordermann bringen. Die ist gerade ein bisschen unterbesetzt. Da fällt mir ein, ich könnte auch hier mal ein bisschen... Mehr Kristalle benötigt. Ja, gib mir mal ein bisschen mehr Flottenkapazität. So. Dann schaffe ich es nicht mehr auf die 100. Stört mich jetzt auch nicht großartig. Genau, hier habe ich die Konstruktionsdinger noch gar nicht benutzt. So. Wir benötigen eine Titanwerft. Ich hatte nicht vor, einen Titan zu bauen. Gegner hat einen Titan fertiggestellt. So. Aha, auf Matsuo da gibt's ein Artefakt. Phasensprung auf mein Signal. Dann sollte ich das. Ja, ich warte jetzt bis die. Abgeschlossen. Bis die Piraten weg sind, baue eine Flotte auf und dann hole ich mir das Artefakt, wo das. Ne? Alles mit der Zeit. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. So. Mehr Kristalle benötigt. Ja, kaufen wir uns. So. Schaut doch nicht schlecht aus, oder? Würde ich mal sagen. Forschung abgeschlossen. Ah! Ja, klar. So. Habe ich eigentlich hier unten auch Hangar-Dinger gebaut? Nein. Warum nicht? Weil ich dumm im Kopf bin. Deswegen. So. Bauwerk Schildgenerator. Komplett. Bauwerk komplett. Und ein bisschen Hangar-Verteidigung. So, und hier genauso. Ähnliches Setup. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Ich bin gegen ziemlich vieles sicher. Ah, guck, Schildgenerator haben wir schon. Brauchen wir keinen zweiten. Forschung abgeschlossen. Was? Forschung abgeschlossen. So. Bauwerk komplett. Höre laut und deutlich. Gut, die Raketenbatterie macht's auch nochmal lang, ist aber auch nicht wild. Nicht ausreichende Metalle. So. Passt. Wird gebaut. Passt. Das klingt echt seltsam. Zerstören Sie zivile Strukturen. Nope. Habe ich keine Lust zu. Bauwerk komplett. Ich habe miserable Beziehungen. Forschung abgeschlossen. Ah. Bauwerk komplett. Bauwerk komplett. Oh, das hat ja ganz gut geholfen. Neutral. Bauwerk komplett. Jetzt gib mal dem mal einen Auftrag. Der soll mir ein bisschen Metall geben. Genau, gib mal Metall. Bauwerk komplett. Mal sehen, ob ich das bekomme von ihm. Jetzt bin ich gespannt. Bauwerk komplett.
hat meinen Auftrag gemeistert. Ja, schön. Schön, schön, schön. Bauwerk komplett. So muss das. Ich meine, ich habe dem auch schon Zeugs hinten reingeblasen, also kann er mir ruhig auch mal was zurückgeben hier. Ist ja nur fair. So, die hier. Bauwerk komplett. Den habe ich verloren, der ist gestorben. Mein armes Kolonial. Warte mal, ich brauche kein Kolonialschiff mehr. Ich baue mir einfach diese Kolonialflotte, Fregatte. Wie heißt die denn? Oder war das Großkampfschiff? Koloniale Kreuzer? Hier, genau. Nicht ausreichende Metalle. Den hole ich mir. Dann kann ich, weil dann habe ich den immer in der Flotte. Und schlecht ist der zur Unterstützung sicher auch, ne? Der hat sicher ein paar nette Unterstützungsdinge. Wer braucht Luftunterstützung? So, falls jemand wieder Augenschmerzen haben will. Bauwerk komplett. Boah. Das ist aber ziemlich cool. Erinnert mich so ein bisschen an Battlestar Galactica. Also nicht das Schiff jetzt, aber das Rumgehüpfe. Kampfbereit. Ja. So mit kolonialer Flotte und allem. Also wer das nicht gesehen hat und auf Sci-Fi steht, Battlestar Galactica kann ich empfehlen wie nichts. Das ist... Ich fand es heftig. Das geht nie eigentlich ab. Aha. Da reitet sich da jemand auf den Angriff vor. Ja, kann er gern versuchen. Ihre Befehle, Kommandant? Kann er gern versuchen, mit so einer schwachen Flotte wird er nicht weit kommen. Obwohl, wenn du von hinten reinbummst. Wir sind startklar. Könnte böse enden. Wir sind bereit! Ihr Freund und Helfer! Es gab doch irgendwas, wo ich... Na, jetzt kriege ich kein Geld mehr wegen den ganzen Blödforschungen. Verteidigung. Ne, Angriff war das. Besserer Sprung, ne? Berechne Sprungkoordinaten. Wo waren das mit diesem Rumspringen? Da gab es irgendwo was, dass man besser springt. Glaube ich. Ah, weiß ich nicht. Doch hier. Wurmloch-Navigation. Langstreckensprünge. Nee, das war das nicht. Rasche Sprungkalkulation. Phasensprung abgeschlossen. Nee, weiß ich, keine Ahnung. Mehr Kristalle benötigt. Keine Ahnung. Wie kann ich dienen? Keine Ahnung. Wir sind unterwegs. Was kann der denn? Kolonisieren. Zielführungssystem. Ah, nice. Jagdgeschwader wird hier. Zerstört. Aha. Toll. Dann zerstören wir. So, hier hat es einen Sucher von dem Psy-Salads. Der hatte einen schöneren Sprungantrieb. Also wenn er sich noch näher... Ja, schon wird er abgefangen. Das macht er nicht lang. Ja. Irgendwas hat den zerstört. So. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Ja, aber das ist nur ein Ding. Das ist noch nicht so tragisch. Ne? Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. So, jetzt machen wir hier erstmal das Zeugs fertig. Und hier machen wir das Zeug fertig. So, schaut doch alles ganz gut aus. Solange ich nicht angegriffen werde, sind mir die Piraten voll egal. Na, das stört dann nicht. So, jetzt. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. So, das passt. Ah, Standard ist gut. Ihre Befehle, Kommandant? Der hat ein Level up bekommen. Was ist das denn?
Ah, das ist auch nicht schlecht. Fähigkeiten deaktiviert, Konstruktion deaktiviert, alles deaktiviert, geil. Das ist doch mal nützlich. Ionengeschoss. Angriff auf das Empire ist noch profitabler geworden. So, und jetzt haut er wieder ab, schaut's. Alles nur Panikmache. Ihr wollt sehen, ob ich mich drauf einlasse oder nicht. Ob ich meine Karten offenlege und nö, braucht's nicht. Laufzeitverringerung, Handelspreisanpassung. Gibt's mir Handelspreisanpassung? Naja. Naja. Nö. Kulturverbreitungsmittel. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Was ist denn die Grundausbildung? Ah! Aha. Das ist doch mal schön. Nee, da hier kritische Masse. Ja, genau. Mehr Kristalle benötigt. So. Wir sind bereit. Und jetzt wie kann ich den? Ionengeschoss. Und jetzt wollte ich wirklich mal gucken, was ich so habe. Forschung abgeschlossen. Sehe ich das irgendwo? Ich habe. Was auch immer das soll. Nee. Ich scheine jedes Großkampfschiff einmal zu haben. Schlachtschiff, Panzerkreuzer, Träger, Kolonialkreuzer. Dann habe ich ein paar leichte Träger. Ihr Freund und Helfer. Genau. Also Raketenfregatten kann ich noch welche brauchen. 5 Stück. Bomberfregatten bauen wir noch ein paar. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Guter Plan. Und dann gucken wir gleich mal weiter, wie es dann ausschaut. Ich muss es dann eh erstmal hier alles fertig machen. Erlöser. Schaut, der hat so einen schönen Sparkling. Whee! Alle Geschütze bereit. Seltsames Schiff. Aber der hat so ein schönes Leuchten. Was meinst du so? Weiß nicht. Hier, das schaut halt lange nicht so toll aus. Es ist halt viel so. Befehle, Kommandant? Weiß nicht. Wir sind bereit, Ihr Freund und Helfer. Was ist denn der? Alle Geschütze bereit. Schlachtkreuzer, habe ich den schon. Schlachtschiff. Träger. Panzerkreuzer. Kolonialkreuzer. Was macht der eigentlich? Kolonisieren, Ionengeschoss. Also, ah, das ist Großkampfschiff, ne? Ja, ja, ja. Schlachtkreuzer, Panzerkreuzer, Schlachtkreuzer. Da gibt's alle Geschütze bereit. Zwei. Ah, Korsa. Und du noch, Schilderneuerung, Enterkommando. Ah, das habe ich noch nicht. Abriss-Team, Bergungsaktion, Elitebesatzung, den habe ich noch nicht. Das tät mich wundern, weil ich glaube, der hat mir nicht so gut gefallen. Naja. Alle Geschütze bereit. Ich glaube, ich hole mir noch mal einen, der... die Raketenbatterie. Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Ja. Die gefällt mir. So. Wer will denn jetzt was schon wieder? Zerstören Sie Schiffe, nope. So, Handelsbündnis hat er wieder aufgelöst. Gut, dann handle ich halt nicht mehr mit ihm. Pech hat. Ist sein Verlust, nicht meiner. Ich hab die Kohle. Ich hab alles, was ich brauche. Kommando, ja, hier, die ganzen Kreuzer muss ich noch erforschen. Nicht ausreichende Metalle. Ja, bereit, ja. Unsere Truppen an die Front zu bringen. Ah, jetzt ist das große Ding fertig. Geben Sie mir etwas zu bombardieren. Erwarte Instruktionen. So, Enterkommando. Abrissteam, Bergungsaktionen. Ah, interessant. Das ist nicht schlecht.
Das ist ja mal ein lustiges Schiff. Alter, viel Power hat es nicht. 20, 35. Ah, oh, cool, Handelsschiff. Gut, mit dem Titan darf ich es natürlich nicht vergleichen. Ja, aber. Na gut. Okay. So. Carrier bereit. Novalid, oh. Den können wir noch machen. Und dann Schriekenkorvett. Hat einfach alles. Ne? Mehr Kristalle benötigt. Na gut, das alles wird sich noch ein bisschen hinziehen. Komm, Link online. Ah, hier können wir noch Raketenbatterie. Nice. Wir sind bereit. Ihre Befehle, Kommandant. So. Trotzdem werde ich jetzt hier Ende machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.